Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Beim Eurovision Song Contest gibt es nach 28 Jahren wieder einen Sieg für Deutschland. Lena Meyer-Landrut gewann mit dem Titel Satellite. Die 19-Jährige setzte sich in Oslo im Finale klar gegen Sänger und Bands aus 24 anderen Ländern durch. Das war zuletzt im Jahr 1982 Nicole mit ein bisschen Frieden gelungen. Die Favoritin hat gewonnen. Lena scheint es noch nicht fassen zu können. Der Gang auf die große Bühne als Nummer 1. Von den Fans bejubelt. Vorjahressieger Alexander Rybak übergibt ihr die Trophäe. Er hatte Lena bereits im Vorfeld als seine Nachfolgerin gesehen. Das ist so fantastisch. Das kann einfach nicht wahr sein. This is not real. But it is. Eine Woche Oslo mit unzähligen Presseterminen liegt hinter der Hannoveranerin. Ein gut vorbereiteter Auftritt. Mit Startnummer 22 geht die 19-Jährige an den Start. Schon früh setzt sich ihr Lied Satellite von den Konkurrenten ab. Aus den unterschiedlichsten Ecken Europas kommen 12 Punkte. Von Spanien bis Lettland. Der vielbeschriebene natürliche Charme der Lena Meyer-Landrut, er hat europaweit verfangen. Anstatt über Steuersenkungen wird in der Koalition jetzt zunehmend über Steuererhöhungen zur Haushaltssanierung diskutiert. Bundesfinanzminister Schäuble schließt höhere Steuern und Abgaben nicht aus. Die Bürger wollten, dass die Verschuldung abgebaut werde, sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Die FDP lehnt Steuererhöhungen dagegen ab. Parteichef Westerwelle sprach sich dafür aus, nicht die Einnahmen zu erhöhen, sondern die Ausgaben zu kürzen, etwa bei Subventionen. In Brandenburg sind die Pegelstände des Oder-Hochwassers stabil. In Frankfurt-Oder ist der Wasserstand um wenige Zentimeter gesunken, liegt aber weiter auf sehr hohem Niveau. Es gilt weiter die höchste Alarmstufe. Der Hochwasserscheitel wird morgen in Kienitz am Oderbruch erwartet. BP hat den Versuch für gescheitert erklärt, die Ölquelle im Golf von Mexiko mit Schlamm und Zement abzudichten. Das Projekt mit dem Namen Top Kill werde nicht fortgesetzt, sagte ein Konzernsprecher am Abend. Stattdessen solle nun eine andere Methode vorbereitet werden. Wie die aussehen soll, sagte der Sprecher nicht. Bei der Parlamentswahl in Tschechien ist das konservativ-liberale Lager gestärkt worden. Die meisten Stimmen bekamen zwar die Sozialdemokraten mit 22%. Sie haben aber keinen Koalitionspartner, mit dem sie im Parlament eine Mehrheit erreichen würden. Aussichten dafür hat nur die zweitplatzierte Bürgerpartei zusammen mit zwei weiteren konservativen Gruppierungen. Vor gut einem Jahr war in Tschechien eine Mitte-Rechts-Regierung durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr vorletztes WM-Testspiel klar gewonnen. 15 Tage vor dem ersten WM-Spiel setzte sie sich in Budapest mit 3:0 gegen die ungarische Mannschaft durch. Es war ein gelungener Test. Bundestrainer Joachim Löw konnte zufrieden sein. Lukas Podolski hatte den dreimaligen Weltmeister nach 7 Minuten per Foulelfmeter in Führung gebracht. Das 38. Länderspieltor des Kölners in einer einseitigen ersten Halbzeit. Deutschland hoch überlegen, mit vielen guten Möglichkeiten, alleine die Chancenverwertung war mangelhaft, gerade Klose vergab gleich mehrfach. Während und nach der Pause wechselte Löw durch, brachte insgesamt 6 neue Spieler. Zunächst fehlte dadurch die Ordnung, aber ein Doppelschlag durch Gomez und Kakao innerhalb von 3 Minuten brachte eine gute Viertelstunde vor Schluss die Entscheidung. Die insgesamt sehr vorsichtig agierenden Ungarn machten es der DFB-Auswahl auch nicht allzu schwer. Der letzte WM-Test findet jetzt am Donnerstag in Frankfurt gegen Bosnien-Herzegowina statt. Die Lottozahlen. 17, 20, 26, 33, 46, 47 und die Zusatzzahl 8. Die Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 3, 9, 6, 4, 2, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 3, 2, 3, 6, 6, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Die Wetteraussichten. In der Nacht von Westen her Regen, auch am Tag immer wieder kräftige Schauer, stellenweise Gewitter. Dabei ist es recht windig. An der Ostsee 14 Grad, am Oberrhein 20. Die Tagesschau meldet sich wieder um 3.05 Uhr.